So Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Ich guck mal eben Karte, aber ich glaube, das war nicht mehr weit weg gewesen hier mit der Dingsbums. Ach ja, stimmt, ich musste direkt zum Hafen hin. Na dann, das Feuerschiff, machen wir das mal. Da bin ich jetzt ja mal richtig gespannt, nachdem wir das jetzt alles vorbereitet hatten mit den Pulverfässern und so weiter. Kann das ja nur lustig werden. Also das wird, denke ich, ein ganz lustiges Spektakel auf jeden Fall. Deswegen renne ich da jetzt auch ganz schnell hin und wir gucken einfach mal, was dann so passiert. Mal schauen. Es ist übrigens jetzt schon wieder ein bisschen her. Ich hatte, glaube ich, vorgestern das letzte Mal gespielt. Das heißt, wir müssen dann gleich mal, wenn wir uns auf unserem Schiff sind, in Ruhe haben, mal nachgucken wegen unserer Flotte. Ich will zumindest das Geld mal einsammeln, weil das müsste ja einiges an Real sein, die wir da bekommen sollten nochmal. Momentan haben wir nämlich gar nicht so viel und können das Geld dann auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. So, aber erstmal machen wir das jetzt hier mit dem Feuerschiff. Vorne ist auch schon unser Buddy. Na dann. Los geht's. Der Kommodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend. Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Okay. Schiffe mit dem Mörser versenken nur von 3. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Na Mann, irgendwas mit Fässern gewesen. Ich schau mal ganz kurz nach nochmal. Ich glaube irgendwas mit... Dünn. Ein Schiff mit Hilfe von Fässern versenken. Alles klar, weiß ich Bescheid. Mörser sind geladen? Ja. So, das Feuerschiff eskortieren. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wellen. Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Welche Überraschung. Hoch, Bewegung, da vorne kommen sie auch schon. Reicht das denn schon, um die mit den Mörsern zu treffen? Leider noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen näher ran, leider. Eieieiei, na das kann jetzt das werden, Leute. Aber es ist auch schwierig, das jetzt hier einzuschätzen. Feindliches Feuer! So. Ah, das ist wahrscheinlich zu nah an unserem Boot dran. Ah, nee, das hat funktioniert. Das hat funktioniert, so wie es aussieht. Machen wir das hier erstmal noch platt. Ah, so geht's also nicht. Ich schieße nochmal hier ganz kurz mit dem Mörser. Das sind ja nur kleine Schiffe. Da, nur ein gut platzierter Schuss am Ziel vorbei. Ah, haben leider nicht getroffen. Doch, das Ziel. 2 von 3 haben wir schon. 2 von 3 haben wir schon. So, ja, das ist ja unser Boot, oder? Nee, ist es nicht. Ist es nicht. So, Achtung. Ah, es ist so schnell. Feuer. Wir sind aber treffen. Ah, sieht gut aus. So, jetzt müssen wir 3 von 3 haben. Jetzt muss ich mal eben noch mit einem Fass irgendwie eins hier down bekommen. Aber da muss es natürlich irgendwie hinter mir herfahren. Das wäre günstig. Wir dürfen uns auch nicht zu sehr von unserem Boot entfernen. Wartet mal eben. Tun wir mal ein bisschen wenden. So. Weiter geht's. Ah. So. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt unseres hier treffen. So, jetzt haben wir mit Y. Bam. Bam. Jetzt haben wir einfach rein hier. Bei Beugen. Jetzt müssen wir weiter hier. Sind bereit, Sir! Na, wir dürfen ja nämlich echt nicht so weit aus der Grenze hier. Das ist schon ziemlich knapp gerade. Und die Phoenix hat auch schon ein bisschen was abbekommen. Also ein cooles auf jeden Fall. So, der hat gesessen. So. Vielleicht nochmal. Was hätten wir? Wir stehen am Tor zur Hölle! Feuer! Okay, wenn ich das mit dem Feuerfässern wirklich schaffen würde, dann würde ich langsam mal ein bisschen näher kommen. Das Problem ist, jetzt kann ich Reisegeschwindigkeit machen, endlich. Dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Ah, dammit. Geht nicht mehr. Da geht leider nicht mehr. Feuer! So, das haben wir auch. So, dann müssen wir ein bisschen nach links. Jetzt können wir vielleicht mal mit Feuerfässern arbeiten. Ich mache erstmal das hier vorne noch platt hier. So. So. Sind die hinter uns irgendwie? Ja, schon, aber. So richtig haben sie nicht Kurs gerade in unsere Richtung. So, jetzt vielleicht mal. Das Feuerschiff explodiert bald. Pass auf, ja. Ah, ist noch nicht nah genug dran, würde ich sagen. Die weichen auch aus, Leute. Das ist super schwierig. So. So ungefähr. Au. Wir machen Gott sei Dank nicht ganz so viel Schaden. Das ist nicht zu schaffen, scheiße. Uiuiui. So, der Blockade entkommen. Okay, wir sollen jetzt weg hier. Jetzt macht es natürlich Sinn mit den Feuerfässern, wenn jetzt hier uns noch mehr verfolgen. Okay, gut, das wusste ich natürlich nicht.
Eieiei, okay, Feuer fährst du ganz schnell hier raus, Leute. So. Aber die müssen da jetzt mal sitzen eigentlich. Wir sind gleich down, Leute. Wir sind gleich down. So, jetzt Y. Ah, dammit. Ich habe glaube ich auch nicht mehr so ultra viel Feuerfässer. Das könnte dann zum Problem werden. Okay, jetzt schießen bringt leider gar nichts. So, naja, gut, Leute. Versuchen wir mal zu entkommen hier. Ich glaube, das ist erstmal wichtiger. Das mit dem Mörsern ging ja noch. Das war ja nicht so schwierig gewesen. Das mit den Feuerfässern ist immer schwer, da was Platz zu bekommen. Eieiei, scheiße. Okay. Das ist uncool. Scheiße! Okay, wir haben es geschafft, Leute. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Mission beendet. Tja, er stand auch nur da mit Hilfe von Fässern. Da hätte ich dann anscheinend irgendwie nochmal platt machen sollen. Schade, 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 schade. Aber ich bin ja froh, dass ich es noch geschafft habe, weil das war ja noch ganz schön knapp gewesen am Ende. Aber schön. Hat funktioniert. Ahoi, Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Unrecht hat sie ja nicht. Upgrade Inagua. So, Upgrades für den Unterschlupf auf Upgrade Inagua. Okay, treffen sich mit ihrer Mannschaft von verfügbaren Upgrades für etwas Versteck auf Upgrade Inagua zu kaufen. Cool. Beutel für Pistolenmunition 1. Mhm. Das ist unsere Hütte hier. Ich guck mal eben Karte ganz kurz nach. Bucht-Upgrade. Cool. Templer-Rüstung. Wartet mal, lass mal ganz kurz gucken, hier, wie der Edward wohnt. Ah, das ist doch hier die Hütte vom Ducasso, wie er hieß, oder? Vom Cheyenne? Das ist gerade gar nicht. Und hier gibt es vor allem keinen Eingang. Ja, wenn dann hier vorne irgendwo. Ist das die Hütte? Die sieht plötzlich so ziemlich abgefuckt aus. Ich weiß es nicht. Ich komme hier auf jeden Fall nicht rein, leider. Scheiße. Ah, gibt's hier keinen Eingang? Hier ist ein Eingang, okay. Ja, sieht ja ganz gut aus, aber da haben sie auch ordentlich gebechert auf jeden Fall. Haben sie ordentlich gebechert und das schon längere Zeit. Das ist schon ein bisschen verkommen auf jeden Fall, die Hütte. Naja, gut. Alles klar, schauen wir mal nach jetzt hier. War das hier nicht mit dem Glücksaffen, die Insel? Immer Wildschweine. Leguan. Ich glaube, Leguan brauchen wir auch nicht mehr. Was haben wir hier? Wieder so eine Briefdingsbums-Nachricht. Hier haben wir noch ein paar Truhen, aber Geldgewinn gering. Das lohnt sich halt immer nicht so wirklich. Da würde ich ja sagen, Leiche, Schatzkarte sammeln. Ach komm, wir machen mal fix zur Leiche hin, oder? Machen wir ganz schnell zur Leiche und im Anschluss machen wir dann wieder zu Check da zurück. Ja, wir haben momentan wohl gar nichts, oder wie? Wartet mal eben. Ist irgendwo ein Ausrufezeichen da oben. Okay, na, das werden wir dann irgendwie über Schnellreise machen, denke ich mal. Machen wir ganz schnell zur Schatzkarte. Aber wartet mal, ich will jetzt mal ganz kurz reingucken und die Upgrades anschauen. Das machen wir mal ganz schnell, oder? Machen wir mal ganz schnell. Okay, Edward ist nicht in der Lage, über den Stuhl zu gehen. So hier und dann hier rechts. Ja. Templerrüstung. Ach ja, 3 von 5 Schlüssel haben wir schon.
Können wir mal reinstecken hier. Habe ich schon ganz vergessen. Stimmen, wir sind die ganze Zeit dabei, hier die Schüssel zu besorgen. Ich will gar nicht mehr so viel. Ich frage mich nur, warum man nicht einfach reingreift. Also, ich meine, durch die Gitter sollte man da eigentlich in der Lage sein, mit einem, noch einem Hilfsgegenstand, dass man ein bisschen längeren Arm hat oder so, da sich das durchzuziehen, ja alles, aber egal. Ist egal, das ist vielleicht dann zu hoch für mich einfach. So, hier können wir Upgrades machen anscheinend. Ich gehe mal schnell hin hier. Interagieren. Fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. So behandelt er es auch nicht. Herrenhausfassade, soll diese Konstruktion verbessert werden? Ah, können wir es wieder renovieren, das Herrenhaus. Alles klar, kostet aber leider zu viel und da habe ich glaube ich erstmal andere Sachen, wo ich mein Geld investiere. Aber gut zu wissen, dass man da auch Geld reinhauen kann. Na dann Leute, machen wir mal fix noch zur Schatzkarte, beziehungsweise zur Leiche, die Schatzkarte wahrscheinlich trägt. Und dann machen wir mal zur Check da zurück. Können wir dann erstmal das Geld einsammeln, was wir da jetzt über die Flotte verdient haben. Und dann schauen wir mal. Und dann geht's Richtung Norden. Weiter mit der Hauptmission. Ah, da ist jetzt einiges an Zeit vergangen, ne? Also, ich weiß gar nicht, wann hat das Spiel genau gestartet. Also, es ist auf jeden Fall, also ein paar Jährchen sind schon vergangen mittlerweile. Seit dem Beginn. Aber dass das Haus dann so schnell so abgefuckt aussieht, das überrascht mich trotzdem ein bisschen. Ist wahrscheinlich dieses raue Wetter an der Karibik oder so, ich weiß es nicht. So. Wir müssen auch unbedingt mal so einen Schatz ausbuddeln, wenn mich mal interessieren würde. Was, da müsste ja an sich schon ein bisschen mehr zu holen sein, als bei den normalen Truhen. Denke ich zumindest mal. Hier lang. Wie kommen wir denn da jetzt am blödesten hin? Versuch mal übers Wasser irgendwie. Schauen. Hier kommt es wahrscheinlich nicht wieder nicht hoch, ne? Ja, das dachte ich mir. Vielleicht sollen wir hier einfach lang schwimmen. Das ist irgendwo hier oben. Ansonsten auch egal. Also jetzt hier mal die ganze Insel rumsuchen, habe ich keinen Bock. Vielleicht kommen wir hier hoch, Gebiet nicht verfügbar. Okay, das heißt, wir sind jetzt gleich tot. Oh, okay. Da kann er sich nicht dran erinnern. Also hat er irgendeinen anderen Weg gewählt, aber ich habe jetzt keinen Bock hier außen rum zu laufen. Wir haben ja ein paar Schatzkarten, also wir sollten erstmal die verfolgen. Ich kann die, wartet mal hier. Y. Ja, die oben konnte ich mir die anzeigen lassen. Hier, Schatzkarte. Die haben wir. Hier haben wir eine 50244. Ja, hier hatte ich auch schon mal geschaut, wo das ist. Ja, das muss ich bei Gelegenheit mal in Ruhe machen. Oder wir gucken jetzt gleich mal, vielleicht ist ja zufällig was in der Nähe. Wartet mal eben. Also dieses eine war auf jeden Fall hier irgendwo, wartet mal, ich geh mal raus. Das mit dem 402, ich glaube, das war irgendwo hier dann gewesen. Also so grob jetzt geschätzt. Also das ist jetzt sowieso zu weit weg. Ich gucke mal ganz kurz, wo das andere ist. Moment. Dümm, 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 dümm. Schatzgarten. So, jetzt nach rechts. Ne, hier genau, 502,44. Ja, das wird auch ungefähr da sein. Da brauchen wir auch nicht nachschauen. Dann gucken wir mal noch 680. Hier ungefähr und dann 380. Das ist doch recht. Wartet mal, 600. Hier ist das. Wir sind jetzt momentan auch hier irgendwo hier unten, dachte ich. Ich sehe es leider gerade nicht. Wir sind hier. Naja, dann machen wir da jetzt schnell mal hin, Leute. Das interessiert mich, was da zu finden ist. Das ist jetzt nicht so weit weg. Da können wir mal schnell mit dem Boot hinreisen und im Anschluss machen wir dann die Schnellreise dann Richtung Norden. Und im Süden soll es ja auch bessere Schiffe geben und so. Dann können wir vielleicht auch mal gucken, ob wir da für unsere Flotte irgendwas mal für ein richtig großes Schiff oder so mal ändern können. Hätte ich ja sowieso mal Bock drauf, zu gucken, ob wir da schon dazu in der Lage sind. Aber warum nicht? Warum nicht? So, ich gehe aber ganz schnell erstmal hier gucken hier. Da betreten bitte. Aber ich werde jetzt nicht wieder erst dann hier alle neu losschicken, beziehungsweise ich werde jetzt nicht die wieder alles aufräumen, weil das dauert immer 10 bis 15 Minuten, bevor man hier alle Boote wieder gekillt hat, um die Strecken zu bereinigen, da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, 900, 200, ja das stimmt, das waren ja nur so kleine Handelsmissionen, die wir machen konnten. Sie haben ein sammelbares Fundstück erhalten, Krug mit 4 Gesichtern, wow. So, 150, ja das ist also Kleinviehgedöns, das ist nicht so cool. Aber ich denke, jetzt können wir die auf größere Dinge losschicken.
Müssen wir noch gucken, ob die Strecken halbwegs sauber sind, das weiß ich nicht. Aber jetzt alles aufräumen, nee. 800, naja, ein bisschen was kommt schon zusammen. Und eine große Silberschüssel. Ja, Portugal ist schon wieder total rot. Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, wenn wir die hier losschicken? Wartet mal. 59%. 75%. Ich kann mit 75% ehrlich gesagt leben. Ich repariere das Ding nochmal. Mal sehen, ob die Wahrscheinlichkeit dann nochmal ein bisschen steigt. Eigentlich müsste es ja so sein. 86%, das ist doch super. Ist auch eine Prick, die kann sich ja ein bisschen besser verteidigen als ein Schoner. Da brauche ich jetzt nicht extra alles aufräumen. So, haben wir repariert. 86%. Sieht doch gut aus. Dann los mit dir. Da müssen wir jetzt nicht immer alles erst aufräumen. So, hier auch noch. Reparieren. So. Los geht's. 86% ist ja noch recht gut. Ist ja noch recht gut. So, hier auch noch. Wählen. Reparieren. Aber jetzt lohnt sich schon, das zu machen, sich da fix die Zeit zu nehmen. Und das geht jetzt ja wirklich schnell. So, gehen Süden. Und jetzt Spaß mal noch hier. Kannst du nicht genug mitnehmen? Die auch nicht. Ah, es ist 30. Okay, da haben wir kein Boot dafür. Hier können wir aber nochmal machen. Ja, nehmen wir einfach die Palas. Reparieren. Los geht's. Dafür macht es natürlich echt Sinn, dann richtig große Schiffe zu haben. Da muss man sich nämlich, glaube ich, gar keinen Kopf mehr machen. Dann lassen wir bestimmt immer bei 100% oder so. Weil die sich einfach zu gut verteidigen können. So, dann gucken wir nochmal Nordafrika schnell. Können wir nicht genug mitnehmen. Hier leider auch nicht. Portugal brauche ich nicht schauen. Das ist zu gefährlich. Aus Kanada. Das ist alles so viel. Das hier können wir noch machen. Reparieren bitte. So. Galera Victoria ist auf dem Weg. Wunderbar. So, dann gucken wir mal noch hier vielleicht. Sieht gut aus. Reparieren. Und auch losschicken. Dann gucken wir, das ist irgendwie schon 90% oder so. Ist aber auch hier nur gefährlich. Nicht, also ich glaube, unten war es auch gefährlich gewesen eigentlich. Na egal. So, das ist das einzige Bootsleute, was wir noch haben. Dann nehmen wir irgendwas Kleines. Das ist klein. Und sehen wir, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich um die 70% oder so, wenn ich es repariert habe. Wow, 83%, das passt. Also alles über 80%. Kann natürlich jetzt sein, dass ein Boot jetzt kaputt geht, es nicht schafft, aber der Rest wird es auf jeden Fall schaffen. Außer wir haben super Pech. Ich guck mal, haben wir denn noch einen Dock frei dann? Wenn ich jetzt noch was kabern will, sonst müssen wir dann die Schiffe abfragen. Ein Dock haben wir auf jeden Fall. Okay, wunderbar. Gehen wir wieder raus. So. Ich weiß gar nicht, ein Upgrade von Edward irgendwas? Ich guck dann später mal. Wir müssen dann sowieso mal ein bisschen jagen gehen. Ich muss auch mal ein paar Haie jagen und so. Weiß ich noch gar nicht, wie das funktioniert mit der Harpune, wie ich das aktivieren muss und so. Das weiß ich nicht, ob man das mit der Tauchglocke nach unten muss und ob man das über das Boot macht, aber ich denke mal eher über das Boot ist wahrscheinlich. Captain ist am Steuer. So sieht's aus. Dann mal bitte wieder in See stechen und dann machen wir aber erstmal zur Schatzkarte. Gegner werden misstrauisch, wenn sie eine Leiche sehen. Ja, das ist, das hat das so an sich, eine Leiche. Immer ein bisschen verdächtig, wenn da irgendjemand tot rumliegt. Auf jeden Fall. Dum 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 dum. Ach ja. Ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Wenn nicht, dann habe ich es vergessen. So, weiter geht's jetzt hier. Also, Schatzkarte. Habe ich markiert, sehr schön. Wir sammeln den Typen mal noch ein. So. Und jetzt machen wir ein bisschen nach links. Die Checkte hätten wir vielleicht nochmal reparieren sollen. Die ist ein bisschen kaputt von der letzten Mission. Kommen wir hier lang? Na, ich denke mal schon, oder? Oder nee, wir kommen hier wahrscheinlich nicht lang. Okay, scheiße. Gucken wir mal Karte, aber wir kommen hier nicht lang. Nein, wir kommen hier nicht lang. Gut, wir müssen erstmal rausschwimmen, dann machen wir hier rum. Ich mach, warte mal, kann ich eine Schnellreise machen? Hier haben wir was. Was ist denn das? Bullenhai, Jagdbeute, ja, ja, klar. Lagerhaus voll. Kann ich irgendwo Schnellreise hinmachen? Nee, hier nicht. Hier bestimmt. Das gehört ja uns. Ich kann ja nicht Schnellreise hinmachen. Scheiße. Hier unten wahrscheinlich auch nicht. Na gut, dann müssen wir jetzt fix hinsegeln, Leute. Geht jetzt nicht anders. Ich werde das mal den Bullenhai markieren. Ist der Hafenmeister? Aber das gehört doch... Wartet mal. Klar können wir hier Schnellreise machen. Wie geht denn das nicht? Doch, geht. Na klar. Na, weil ich erst auf dem Hafenmeister war, deswegen. So, da können wir uns nämlich jetzt die Fahrt dahin sparen und haben es jetzt immer gleich viel schneller. Ist doch dann viel angenehmer, ist doch dann viel angenehmer. So, wunderbar. Und jetzt nochmal Karte. Und jetzt haben wir es schon nicht mehr ganz so weit. So, hier, was ist denn das hier? Der Schatz ist auch noch gering bestimmt, oder? Ja. Also das lohnt sich ja schon, wenn da ein bisschen mehr drin ist. Aber dann natürlich nicht Bullenhai. Wir machen jetzt mal zum Bullenhai hin.
Wie kann ich denn die Harpune dann abfeuern? Ich weiß es nicht. Kann ich nur Musik machen? Ich fahr mal hin und wir gucken mal, Leute. Los, Segel, los geht's! Gucken einfach mal. Unser Boot ist zwar jetzt nicht so in Stand, aber das ist ja ziemlich egal, weil der Bullenhai wird jetzt ja nicht unser Boot kaputt machen. Hoffentlich.